Ich arbeite im Büro und bearbeite Anträge. Ich habe ja schon mit meiner Berufswahl auch ein gewisses Einkommensspektrum mitgebucht, wo ich weiß, da eben gibt es einfach nicht mehr Entwicklungsmöglichkeiten nach oben. Hi, ich bin Tatjana, 33 Jahre alt und arbeite als Verwaltungsbeamtin im Fachbereich Baurecht hier in Schwäbisch Hall. Ich nehme mir eigentlich vor, Treppen zu steigen, aber hier ist halt ein Spiegel. Und als Fahrradfahrerin ist das natürlich sehr praktisch. Da laufe ich dann jeden Morgen rein, sage allen Hallo, guten Morgen. Morgen. Als Verwaltungsbeamtin im Bereich Baurecht prüfe ich zum Beispiel verschiedene Anträge, die bei uns eingehen. Ich nehme Beschwerden entgegen, prüfe illegale Bauten. Ich habe selber früher nie damit gerechnet, dass ich mal hier lande, weil mir das alles viel zu langweilig vorkam. Dass das eigentlich was ist, was unsere Gesellschaft mitträgt und wo man tatsächlich an ganz lebensnahen Themen dran ist, das habe ich halt nie bedacht. Und das ist eine ganz große Motivation auch für meine Arbeit. Ute, ging es da jetzt nur um diese Beschwerde oder um noch mehr? Ja, die Thematik ist, dass gegenüber von diesem Wohnhaus sich eine Verladestation befindet, wo Holz umgeschlagen wird. Also Holzstapel, dann sind da Hackschnitzelberge, wo öfter mal was auf der Straße liegt, dann dieser Abfahrt- und Zufahrtsverkehr durch die Lkw. Und das müssen wir jetzt halt prüfen, was da wie genehmigt ist und wie begründet die Beschwerde ist. Ich gucke dann auch immer online noch in unser Geo-Info-Portal. Da habe ich Einblick in die ganzen Grundstücke und so weiter, kann mir anzeigen lassen, wem gehören die. Ich versuche jetzt nochmal die Gemeinde zu erreichen, ob ich da noch was in Erfahrung bringen kann für die Besprechung nachher. Landratsamt Schwäbisch Hall, Buchwitz. Hallo Herr Christ. Mir liegt da jetzt nur ein Bauvorbescheid vor und keine Baugenehmigung. Wissen Sie da was? Gut, dann danke ich Ihnen für die Auskünfte. Ja, danke. Ja, super. Ja, tschüss. Also der Beschwerdeführer wohnt auch tatsächlich selber drin. Das bedeutet, dass derjenige, der sich beschwert hat, auch einen Grund hätte, sich zu beschweren, weil er da rechtmäßig wohnt. Wäre es jetzt so gewesen, dass da Wohnen überhaupt nicht zulässig ist, dann hätte er auch keine Abwehransprüche gegen das, was irgendwo passiert, weil er quasi illegal da ist. Aber so wie es aussieht, darf er da ja auch wohnen. Ja, und dann müssen wir uns das im Detail anschauen, was da für Schwierigkeiten bestehen mit der Nachbarschaft. Also das eine Thema war Sicherheit, Holzstapel. Mhm. Ja, vielleicht mal mit dem Bautechniker schwätzen, ob das vielleicht statisch ein Thema von denen ist. Da haben wir ja diese Stapel und die sind halt nur mit so ein paar Holzpaletten hier vorne gesichert. Und ja, das sieht nicht so vertrauenserweckend aus. Also die Frage ist, ist das dann euer Thema? Genau, also grundsätzlich sehe ich uns zuständig an, ja. Aber wir haben halt auch nichts außer... Ja. Federführend wird es jetzt beim Emissionsschutz laufen und ich beauftrage unseren Baukontrolleur, dass er sich die Sache vor Ort mal anguckt, was die Statik und die Sicherheit von den Stapeln und so angeht. Am herausforderndsten sind Momente, in denen Leute anrufen, die sich durch die Entscheidungen von mir, also die auch von mir unterschrieben sind zum Beispiel, irgendwie angegriffen fühlen und ihrem Unmut dann auch entsprechend Luft machen und es dann eher so auf die persönliche Ebene geht, dass meine Kompetenz in Frage gestellt wird. Was zu meinem Job halt auch dazu gehört, ist immer alles gut zu dokumentieren und alles in unser Verfahren abzulegen. Es ist ja quasi unsere digitale Akte. Es nimmt dann auch meistens so ein bisschen Zeit in Anspruch, die ganzen E-Mails dann da abzulegen und so. Mahlzeit, bis später. Also von Anfang an lernt man dann zur Mittagszeit Mahlzeit zu sagen und so. Ja, hi. Ja, am meisten Geld geben wir klar für Wohnen und Essen aus. Also die nächste einmal genau, aber trinken. Ja, einen heißen Sanddorn, bitte. Ja, das mir auch. Auch? Ja. Mhm. Einen heißen Sanddorn, das ist entsprechend.
Ich arbeite 70%, das bedeutet 28,7 Stunden die Woche. Und diese Stunden verteilen sich auf 5 Tage, Montag bis Freitag, an 3 Vormittagen und 2-mal den ganzen Tag. Das hier ist jetzt auch ein Bereich, für den ich zuständig bin. Für diese Gemeinden gehen auch die ganzen Baulasten bei mir ein. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein Doppelhaus, was auf 2 verschiedenen Grundstücken ist. Und mit der Baulast wird erklärt, dass die 2 Grundstücke als ein Grundstück anzuerkennen sind im baurechtlichen Sinn. Das kommt dann zu mir, ich prüfe das nochmal und schicke es dann an die Gemeinde zurück, damit die es in ihr Baulastenverzeichnis aufnehmen können. Ja, was natürlich schon ein gutes Gefühl ist, gerade wenn ich so eine umfassendere rechtliche Recherche zu einem Thema habe, wenn ich da wie so einen Durchbruch habe und dann so plötzlich so klar sehen und denke, ah, so und so könnte man das in dem Fall lösen. Im besten Fall natürlich dann auch, wenn das sich positiv für die antragstellende Person auswirkt. Das ist ja auch das, für was wir da sind, dass wir auch Sachen möglich machen. Könnte auch für dich noch reichen. Das schätze ich hier allgemein im Amt sehr, dass man auch mit den unterschiedlichen Fachbereichen so zwischen Tür und Angel auch gut kommunizieren kann. Kriegt man halt auch mal Fälle mit, die man jetzt so im normalen Verfahrensablauf vielleicht nicht so zu Gesicht bekommt. Als erstes habe ich Kunsttherapie studiert, habe das zu Ende gebracht, danach aber direkt umgeswitcht zu dem Public Management Studium. Danach habe ich dann im Jugendamt gearbeitet, im Fachbereich Beistandschaften und im Anschluss hier im Bau- und Umweltamt noch einen Abstecher in die Wasserwirtschaft gemacht, bevor ich dann hier im Baurecht gelandet bin. Da drüben auf der anderen Seite vom Berg wohne ich übrigens. Da denke ich öfter dran, wenn ich hier dann so zurücklaufe. Ach ja. Ich verdiene brutto 3.185 Euro, davon bleiben dann netto 2.668 Euro. Davon gehen dann noch Krankenversicherungsbeiträge und Pflegeversicherungsbeiträge weg und das Darlehen für das E-Bike, wo wir dann bei 2.346 Euro komplett netto stehen. Ja, ich würde sagen, für mich in meiner aktuellen Lebenssituation lohnt sich der Job. Ich hätte natürlich noch ein paar Sachen, die ich gern anders hätte, also dass die Wochenarbeitszeit bei einem Vollzeitjob sind ja 41 Stunden. Also da würde ich mir insgesamt eine Reduzierung wünschen, die mehr an der Lebensrealität von vielen Menschen ist, nämlich dass neben Arbeit auch noch andere Verpflichtungen bestehen. Meistens bin ich mit dem E-Bike unterwegs. So in diesem 5-Kilometer-Radius funktioniert das ziemlich gut. Und das Auto nutze ich natürlich vor allem im Winter auch verstärkt. Das E-Bike hat knapp 2.800 gekostet. Ich wohne zusammen mit meiner Familie, also mit meinem Mann und meinen 2 Kindern, in einer 4-Zimmer-Wohnung auf 120 Quadratmetern. Und wir haben noch eine Sauna im Keller. Lauf nicht gegen. So, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat der Einblick in meinen Arbeitsalltag gefallen. Wenn ihr noch mehr spannende Videos von Lohnt sich das sehen wollt, klickt hier. Und hier noch ein Einblick zu dem Arbeitsalltag von der Glaserin.